Der 14-jährige Joschka will nur sein neues Weihnachtsgeschenk ausprobieren. Der Testlauf mit dem Metalldetektor wird zur Schatzsuche. Ja, ich habe mich schon erst ziemlich gefreut, am ersten Tag gleich schon was zu finden. Ja, eigentlich war das schon ziemlich toll. Als der Metalldetektor auslöst, rechnet Joschka mit einem Hufeisen. Doch was er findet, funkelt golden. Es ist ein alter Ehering. Dann habe ich ihn sauber gemacht, ein bisschen. Dann, ich war ja mit meinem Bruder hier, dann ist der zu meinem Vater gegangen. Der hat ihn dann gefragt, ob er den Besitzer kennt. Und er kannte ihn dann. Eine Gravur im Ehering mit dem ungewöhnlichen Vornamen Henke führt den 14-Jährigen auf die Spur des Besitzers. Der 79-jährige Landwirt hat den Ring vor etwa 40 Jahren verloren. Ja, war ja eine totale Überraschung. Also an Weihnachten gerade noch, ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen, dass er gerade dann ungefähr auf die Stelle geht, wo der Ring liegt. Der hat sich ziemlich gefreut, dass er den wieder hat, weil nach so langer Zeit hätte er selber, glaube ich, nicht mehr gedacht, dass er den wieder kriegt. 1981 verliert der Landwirt den Ehering auf dem mehrere Hektar großen Acker. Jetzt erinnert ihn der Ring an seine verstorbene Frau Maria. Das Schmuckstück behandelt er jetzt wie einen echten Schatz. Nee, der kommt in den Schmuckkasten. Und dann wahrscheinlich im Keller in den Tresor. Joschka hat vom Ringbesitzer Henke einen Finderlohn bekommen. Sein Vater ist stolz auf den kleinen Schatzsucher. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, dass sie tatsächlich einen Ring finden. Oder ein Schmuckstück überhaupt oder was Wertvolles. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Joschka will sein neues Hobby weiter betreiben und freut sich auf den nächsten Pieps vom Metalldetektor.